Einen schönen guten Abend beim Sport am Infokanal der Firma Expert Kern. Am heutigen 2. November berichten wir über das Spiel der 13. Runde in der ersten Landesliga, welches am vergangenen Samstag, 28. Oktober, ausgetragen wurde. Es war das Spiel in Vöcklermarkt, Union Vöcklermarkt, die Mannschaft in den grünen Dressen empfing Union Rohrbach-Berg. Rohrbach-Berg spielt in Rot. Prächtige äußere Bedingungen herrschen an diesem Tag, angenehme Temperaturen. Ein ideales Fußballwetter, vor allem für die Zuschauer. Und das Spiel war gerade eine Minute alt. Da gab sich folgende Situation. Vöcklermarkt im Angriff. Und schon stand es 1:0 für die Heimmannschaft. Harald Staufer brachte Union Vöcklermarkt mit 1:0 in Front. Das war natürlich nicht gerade vorteilhaft für Rohrbach-Berg, das Spiel mit einem Rückstand zu beginnen. Schauen wir uns diese Aktion nochmals an. Flanke in den Strafraum, 5, der Spieler mit der Nummer 5 von Rohrbach, Stefan Rammelmüller, will klären. Sein Ball kommt aber zur Nummer 9 von Vöcklermarkt, Harald Staufer, und der kann den Ball mit dem Kopf über die Linie drücken. Ja, da hat eigentlich das Glück etwas gefehlt. 6 Minuten später wieder ein gefährlicher Angriff der Vöcklermarkter. Mario Leinberger scheitert aber an unserem Torhüter Stefan Hofer, der ganz geschickt den Winkel verkürzt hat und so das 0:2 verhindert hat. Die Gefahr war aber nicht vorüber. Ja, Rohrbach-Berg hatte Riesenprobleme in der ersten Halbzeit. Und speziell in der Anfangsphase hatte Vöcklermarkt ganz gute Torgelegenheiten. Ja, dann eine krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Hinterhölzl, der ansonsten die Partie ausgezeichnet leitete. Er sah hier ein Foulspiel, das sonst niemand gesehen hatte. Dann sah er das Foulspiel ganz woanders. Verletzungen dadurch noch näher zum Tor. Aber Gott sei Dank haben die Vöcklermarkter daraus nichts gemacht. Rohrbach-Berg war eigentlich harmlos in der ersten Halbzeit. Soll diese Aktion verdeutlichen. Freistoß durch Christian Stallinger. Auch kein Problem für Torhüter Sieberer von Vöcklermarkt. Ja, und wir sind bereits in der zweiten Spielhälfte. Plötzlich sah alles anders aus. Rohrbach drückte. Vielleicht waren es auch die schwierigen Bedingungen mit der tiefstehenden Sonne, die der Mannschaft, die von uns aus gesehen von links nach rechts spielte, solche Probleme verschaffte. In der ersten Halbzeit hatte Rohrbach gegen die tiefstehende Sonne zu spielen. In der zweiten Halbzeit Vöcklermarkt. Freistoß für Rohrbach von der rechten Seite. Und Martin Löss schafft in der 59. Minute den Ausgleich zum 1:1 für die Union Rohrbach-Berg. Ausführender beim Freistoß war Manuel Engleder. Ja, schauen Sie sich auch diesen Treffer nochmals in der Zeitlupe an. Manuel Engleder passt den Ball in den Strafraum. Der Ball geht durch Freund und Feind und kommt zu Martin Wöss. Und der steht goldrichtig und drückt den Ball über die Linie.
Riesenjubel natürlich bei ihm und auch bei den Mitspielern und auch den gar nicht zu wenigen mitgereisten Zuschauern, die den weiten Weg nach Vöcklermarkt auf sich genommen hatten. Es war der zweite Treffer für Martin Wöss in dieser Saison. Pardon, es war der dritte Treffer. Ein ganz ein wichtiges Tor. Und da gibt es natürlich auch den entsprechenden Jubel von seinen Mitspielern, wie hier von Ernst Richtsfeld und Herbert Zach. Und nur eine Minute später, vielleicht sogar die größte Chance in diesem Spiel aus Rohrbacher Sicht. Ja, Vöcklermarkt hatte selbst jetzt Probleme, den Ball aus dem Strafraum oder aus der eigenen Spielhälfte nach vorzubringen. Lars Schuster flankt im Strafraum, Milan Pribyl stellt ganz allein. Kann drei hüpfen. Aber kann den Ball nicht genug und nicht genau genug platzieren. Und so kann durch das Siebere noch abwehren. Einige Minuten später ein gefährlicher Freistoß von Christian Stallinger und wieder kann Torhüter Franz Zieberer das 2:1 für Rohrbach verhindern. Ja, damit waren eigentlich die Chancen und die Spielanteile ausgeglichen. Hier hatte Herbert Zach eine gute Gelegenheit. Sein Schuss fiel aber zu leicht aus. Ja, ein Angriff der Vöcklermarkter, der Linienrichter. Ja, hatte eine klare Handtendenz. Es war eine klare Abseitsposition. Er ließ aber weiterspielen. Aber Stefan Hofer erwies sich wieder als souveräner Torhüter. Bot eine Spitzenpartie im Vöcklermarkt. Ja, Sie können sich diese Abseitsstellung nochmals selbst in der Zeitlupe anschauen. Und jetzt wird der Ball gespielt und rechts sehen Sie einen Spieler, der ganz klar einen Meter im Abseits stand. Aber der Linienrichter stand ja oft Meter weit von der Position, wo er sonst stehen müsste. Dann nochmals eine ähnliche Situation. Auch sehr abseits verdächtig. Wieder war Stefan Hofer auf dem Posten. Ja, da. Jetzt wird gespielt. So, wenn man genau schaut, war der Spieler, der jetzt an den Ball kommt, wieder abseits. Aber der Linienrichter aus dem Salzkammergut schaffte es nicht, dass Vöcklermarkt noch einen zweiten Treffer erzielen konnte, wenn ich so direkt das ausdrücke. Ja, eine Situation kann ich Ihnen leider nicht am Videozusammenschnitt bieten. Das ist eine Szene aus der letzten Minute. Ein Missverständnis in der Hintermannschaft, ein Rückpass, den Vöcklermarkt beinahe noch zum 2:1 nutzen hätte können. Aber da war auch wieder Stefan Hofer auf dem Posten und konnte den möglichen Siegestreffer verhindern. Rohrbach-Berg fiel aber nach dieser Runde auf den zweiten Platz hinter dem Last zurück, hat einen Punkt Rückstand mit einem Spiel sogar mehr. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich für Interesse und würde mich freuen, wenn Sie kommenden Donnerstag beim Sport am Infokanal der Firma Exberg Kern wieder dabei sein würden. Guten Abend.